Und nun kommen wir zu dem ersten Buch. Der Vester Verlag hört eben nicht auf zu geben und bringt gefühlt jede Woche 12 Milliarden Bücher raus, was sehr gut ist, denn, oh, das war mal eine Frage vor ein paar Tagen unter einem Video. Kathi, wie lange liest du an einem Festerbuch? Ich kann euch das sagen, an diesem Tag, diesem Buch habe ich zum Beispiel nur heute gelesen. Und das ist quasi eine spontane Vorstellung, weil ich nicht gedacht hätte, dass ich damit so schnell durchkomme. An diesem Buch, was wir danach lesen werden, habe ich ein paar Tage gelesen. Und nächste Woche werde ich euch definitiv nur ein Buch vorstellen, weil es ein relativ dickes ist. Der Geist von Lucy Gallows, das ist ein richtig dickes Buch. Und da brauche ich dann auch locker mal eine Woche. Ich meine, ich habe immer einen guten Vorwand, um in die Badewanne zu gehen. Aber ich, ja, manchmal schaffe ich es nicht komplett, alles durchzulesen, aber das habe ich durchgelesen. Und das ist ein ganz interessantes Buch. Ich habe heute keinen Trailer gemacht, aber ich werde euch trotzdem mal so davon erzählen. Das Lamm wird den Löwen verschlingen von Margaret Kiljoy, eine Transfrau, die das geschrieben hat. Und es ist eine super interessante Geschichte. Ich glaube, ich habe noch nie so ein Buch gelesen. Es ist eine Mischung aus Mad Max und kennt ihr noch The Tribe vom Kinderkanal früher? Das war eine postapokalyptische Serie mit Jugendlichen. Es gab keine Erwachsenen mehr und die waren alle so Punk und Goth und irgendwie in dem Stil gekleidet. Total verrückt. Ich habe The Tribe ganz gern geguckt und meine Lieblingsperson war übrigens The Guardian oder The Leader oder wie der hieß. Ich habe keine Ahnung mehr, dieser Sektenführer, den fand ich total ein Bösewicht, den mag ich eben immer. Und danke fürs Community-Sub. Dankeschön. Auf jeden Fall, mich hat das Buch sehr an eine Mischung aus Mad Max und The Tribe erinnert. Und selbst wenn man beides nicht kennt, kommt man in dieses Buch sehr gut rein. Es wird beschrieben als Punk-Fantasy mit einer ungewöhnlich anarchistischen weiblichen Hauptfigur. Und es geht darum, wir werden auch direkt reinlesen, es ist aber ein relativ kleines, dünnes Buch, deswegen, ich habe es an einem Tag geschafft, werde ich euch nicht ganz so viel vorlesen, weil ich ja nicht so viel vorwegnehmen will. Worum geht es? Es geht um eine Ausreißerin, die aber schon viele Jahre auf der Straße lebt und reist. Und wir werden direkt in diese Handlung geworfen. Es geht um eine Stadt, die heißt Freedom in Iowa. Und die lebt anarchistisch. Komplett. Die Leute sind wie eine Kommune, wie eine, ich würde eher sagen, wie eine Hippie-Kommune. Manche arbeiten, manche haben keinen Bock zu arbeiten, aber jeder nimmt sich nur das, was er braucht. Und es gibt keine Regeln. Und es gibt einen Geist, der dort angesiedelt ist. Der wurde gerufen, beschworen von den Leuten selbst. Ja, und der tut grausame Dinge. Tiere laufen dort komplett ohne Innereien, ohne Herz rum. Und dieser Hirsch, und das ist jetzt kein Spoiler, weil das relativ früh genannt wird, macht Jagd auf jeden Menschen, der Unrechtes tut. Und das ist eigentlich sozusagen die Geschichte. Wir kommen halt rein mit dieser punkigen, anarchistischen Protagonistin. Und ich habe ein Problem mit Anarchismus, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen war das Setting für mich erstmal eine Überwindung, das so an mich ranzulassen, weil das für mich eben so total ungewohnt ist. Ich habe noch nie ein Horrorbuch gelesen, das mit diesem Setting spielt. Aber da muss ich halt 13 Punkte für geben. Wunderbar ausgearbeitet. Super interessante Handlung. Ein paar spannende Wendungen. Und es ist halt mal eine ganz andere Form von einem Geisterbuch. Ich werde euch jetzt den Anfang vorlesen, dass ihr mal ein Gefühl für den Schreibstil, dass ihr mal ein Gefühl für den Schreibstil bekommt, denn dieser Schreibstil ist auch ganz besonders. Der ist irgendwie, sagen wir mal, er beschönigt nichts. Ist kein blumiger. Es ist direkt, kurz, knapp, zack, zack, zack. Wir erfahren weniger über die Gefühlswelt, sondern mehr einfach nur eine Handlung. Sehr interessant geschrieben. Und ja, ist wie gesagt im Fester Verlag erschienen und das ist aus der Reihe Fester Special. Das muss ich vorher noch sagen. Ihr könnt es als E-Book auf Amazon euch bestellen.
Sonst bekommt ihr das Buch nur wieder auf der Fester-Homepage. Nirgendwo anders. Es hat keine ISBN, es ist ein Privatdruck. Und damit bekommt ihr dieses Buch nur auf der Fester-Homepage. Ja, also könnt ihr euch nicht irgendwo wie anders bestellen. Aber wenn ihr es als E-Book lest, könnt ihr das halt auch zum Beispiel bei Amazon holen. Okay, dann lehnt euch zurück, wir beginnen. 1. Manchmal muss man das Messer ziehen. Das ist nichts Gutes. Ich mache das nicht gern. Aber manchmal muss man einfach ein Messer in die Hand nehmen und klar machen, auf wen das spitze Ende zeigt. »Hier kannst du mich rauslassen«, sagte ich, ehe das Messer ins Spiel kam. Es war keine Frage. Männer unterstellen immer, dass Aussagen wie diese Fragen sind. »Das ist eine Geisterstadt«, sagte er. Ich wusste nicht, wer er hieß. Er war so nett gewesen, mich mitzunehmen, als ich mitten im Nirgendwo von Iowa am Straßenrand gestanden hatte. Aber er war nicht so nett, mich dort rauszulassen, wo ich hin wollte. »Das passt schon«, sagte ich. »Setz mich einfach ab.« »Da gibt's auch bestimmt eine bessere Stelle, ein Walmart oder so. Da lass ich dich raus.« »Lass mich hier raus.« »Ich kann dich doch nicht einfach mitten im Nichts absetzen. Nicht ganz allein. Das ist nicht sicher.« Er sagte das ohne eine Spur von Ironie und verriegelte die Türen. In diesem Moment kam das Messer ins Spiel. Ich ließ es aus meiner Jeanstasche gleiten und klappte es auf. Wenn man ein Messer zieht, dann heißt es alles oder nichts. Entweder kam ich aus dieser Misere raus oder alles würde noch sehr viel schlimmer werden. »Herrgott«, sagte er und fuhr rechts ran. Ich entriegelte meine Tür, schnappte meine Sachen und sprang auf den Kies, noch bevor der Wagen zum Stehen gekommen war. »Blöde Schlampe.« Ich zeigte ihm den Mittelfinger, als er losfuhr, aber zumindest fuhr er los. Am schlimmsten war, dass er vermutlich wirklich glaubte, dass er auf mich aufpasste, dass er ein netter Kerl war. Ich hoffte, dass ihm was Schlimmes zustieß, und zwar bald. Seit 10 Jahren musste ich mich mit so einer Scheiße von Autofahrern abgeben. Es nervte. Verdammt, mit 28 war ich echt zu alt für den Mist. Vor 10 Jahren hatte ich mich mit den Fahrern noch über alles Mögliche unterhalten und es genossen. Ich mochte die Netten, weil sie so freundlich waren. Und ich mochte die Verrückten, weil sie die besten Geschichten erzählten. Okay, ich hasste die rassistischen Arschlöcher, aber durch die blieb ich am Puls dieses rassistischen Scheißlandes. Aber ein Jahrzehnt ist verdammt lang und was auch immer ich mal am Trampen gefunden haben mochte, war lange verblasst. Nichtsdestotrotz brachte es mich dahin, wo ich hin wollte. Das Ortsschild am Stadtrand war übermalt worden. Keine Ahnung, was da früher gestanden hatte, aber jetzt hieß es in sauberer Schablonschrift Freedom, Iowa. Gemeindefrei. Eine ganze Stadt verlassen von einer toten Wirtschaft und besiedelt von Hausbesetzern, Aktivisten und Anarchisten. Es war der letzte Ort, an dem Clay gelebt hatte. Der letzte Ort, an dem er Zeit verbracht hatte, ehe er sich auf den Weg nach Westen gemacht und sich die Kehle aufgeschlitzt hatte. Keine Warnsignale, keine Hilferufe. Ich hatte viele Fragen. Wenn es Antworten gab, fand ich sie vielleicht in Freedom, Iowa. Ich schulterte meinen Rucksack und schloss den Bauchgurt. Der Rucksack hatte Clay gehört. Seinen Abschiedsbrief hatte ich zusammengefaltet in der kleinsten Tasche verstaut. Eine zweispurige Straße führte vom Highway ab und in die Stadt hinein. Sie war mit blassem, vielfach ausgebesserten Asphalt gepflastert und von hohen Bäumen gesäumt. Ich folgte mit lockerem Schritt der doppelten Seitenlinie. Nach etwa 100 Metern und ein paar Kurven, wo die Bäume dicht genug standen, um die gesamte Straße in Schatten zu tauchen, entdeckte ich vor mir im Straßengraben einen Hirsch, der an etwas auf dem Boden zupfte. Das Tier war dunkelrot, blutrot. Mir war nicht klar gewesen, dass Hirsche so eine Farbe haben können. Ich wechselte die Straßenseite, um ihn nicht aufzuscheuchen, musste ihn aber immerzu anstarren. Vor ihm auf dem Boden lag ein totes Kaninchen, den Bauch nach oben, den Brustkorb aufgerissen. Da sah der Hirsche auf und blickte mich an. Von seinem roten Maul tropfte das Blut. An seiner rechten Kopfseite trug er ein vollständiges Geweih, auf der linken Seite 2. »Heilige Scheiße«, sagte ich. Ich ging weiter, denn was sollte ich auch sonst tun?
Der Hirsch sah mir nach, bis ich um die nächste Kurve gebogen war, und ich spürte seinen Blick auf meinem Rücken. Die einzigen Geräusche, die die Luft durchschnitten, kamen von Vögeln und dem schwachen Rauschen eines nahen Flusses. Im Wald blühten Wildblumen. Nach einer Viertelmeile verließ ich den Wald und entdeckte die Stadt am anderen Ufer des schmalen, träge dahinfließenden Flusses. Etwa 50 Häuser waren entlang einer sich windenden Straße in den Berg gebaut. Am Straßenrand und in den Einfahrten standen ein paar alte Autos, aber ich konnte nicht erkennen, ob sie noch in Benutzung oder für immer hier geparkt waren. Über den Fluss spannte sich eine zweispurige Brücke. Wenn Clay über diesen Ort gesprochen hatte, hatte es wie das Paradies geklungen. Ich ging bis zur Mitte der Brücke und hielt dort an, um über das Geländer auf das Wasser 10 Meter unter mir zu schauen, das sich seinen Weg über die Felsen bahnte. Am anderen Ende der Brücke lag eine verbarrikadierte Tankstelle. Sie war mit Graffitis bedeckt, die mindestens so gut waren wie alles, was ich in Oakland gesehen hatte. Noch eine Viertelmeile weiter den Berg hinauf standen die ersten Häuser. Die meisten waren zugewuchert und bei vielen waren die Dächer eingestürzt. Andere wirkten noch halbwegs in Schuss. Ich betrat die Stadt, entdeckte aber keinerlei Lebenszeichen. Kein Rauch, keine Lichter, keine Bewegung, niemand war auf der Straße unterwegs oder saß auf einer der Veranden. Vielleicht waren sie alle abgehauen, genau wie Clay. Vielleicht war das Wasser hier genauso vergiftet wie in Halbmittelamerika und durch Erscheinungen wie diesen abgefuckten Mutantenhirsch mit seinen 3 Geweihen hatten alle gemerkt, dass es hier nicht mehr sicher war. Die ersten 5 oder 6 Häuser, an denen ich vorbeikam, waren Split-Levels. Ihre versetzten Ebenen waren in den Berg gebaut. Statuen aus Schrott bevölkerten einen Vorgarten. Ein Hirsch mit 3 Geweihen zwischen anderen Wald- und Farmtieren. Selbst die Statue schien mich mit ihren Blicken zu durchbohren und das verdammte Teil hatte nicht mal Augen. Das nächste Haus war freistehend, ein altes Gebäude im Kolonialstil. Es war schön mit seiner dunkel gestrichenen, hölzernen Wandverkleidung. Das runde Mansardenfenster wirkte wie ein Auge, das einen sehnsüchtigen Blick über den Fluss und Iowa gleiten ließ. Ich stieg die Zementstufen zu einer hölzernen Terrasse an der Seite des Hauses hinauf und erspähte durch die Schiebetür hinein. Aber drin war es dunkler als draußen und ich erkannte nur mein eigenes kurzgeschnittenes Haar, das sich im Glas spiegelte. Ich setzte mich auf einen der Terrassenstühle, lehnte mich zurück und grübelte über die leere Stadt und das mir immer wieder entgleitende Glück. Ich hatte keine Ahnung, wie ich finden sollte, was ich suchte. Ich war hergekommen, um in Bewegung zu bleiben. Ohne Bewegung war alles sinnlos. Ohne Bewegung wäre ich vermutlich so tot wie Clay. Ich lehnte mich weiter zurück, legte meine Füße auf den Tisch und blickte über die Stadt. Für heute sollte das mein Königreich sein, entschied ich, ehe ich morgen erneut aufbrach. Ich hatte noch Konserven für mindestens 3 Mahlzeiten und für den Notfall steckte irgendwo in meiner Tasche noch ein Glas Erdnussbutter, das mich für Tage am Leben erhalten konnte. Ich packte mein Handy und die Kopfhörer aus, startete die Black Metal Playlist und döste ein. Die kurzen, episodenhaften Träume, die ich habe, wenn ich nachmittags schlafe, gefallen mir am besten. An jenem Tag war ich ein kleiner Kobold, der auf einem brontosaurierartigen Vieh ritt. Ich hatte mich in einen Menschenjungen verliebt und fürchtete, er könnte herausfinden, dass ich ein Kobold war. Manchmal, wenn ich wach bin, bin ich glücklich, aber niemals so glücklich wie im Traum. Wenn ich wach bin, verspüre ich immer diese Nostalgie, das Gefühl, etwas zu vermissen, an das ich mich erinnere, was ich aber nicht greifen kann. Dann bemerke ich mit einer unerträglichen Plötzlichkeit, dass ich während all dieser Augenblicke in meinem Leben viel präsenter hätte sein müssen, dass ich mir die Zeit hätte nehmen und sagen sollen, Scheiße, Mann, das hier ist mein Leben und es ist manchmal so verdammt großartig. Wenn ich träume, dann schwimme ich einfach im Glück und der Intensität und Allgegenwärtigkeit des Lebens. Später am Nachmittag hörte ich ein Rascheln und öffnete halb die Augen. Auf dem Geländer vor mir saß ein Kaninchen und säuberte seine Pfoten. Schläfrig beobachtete ich es. Es drehte sich zu mir und ich sah, dass seine Brust eine einzige offene Wunde war. Sein Brustkorb und die Organe fehlten. Es roch nach Tod und Blut, obwohl ich sonst in meinen Träumen eigentlich nicht viel rieche. Dann hoppelte es davon und ich nahm an, dass es nur ein Albtraum gewesen war und schlief wieder ein. Nimm deine Füße vom Tisch.
Was? Ich schreckte hoch und riss mir die Kopfhörer aus den Ohren. Ich mag keine dreckigen Schuhe auf dem Tisch, sagte er. Ich stellte meine Füße auf die Terrasse und wandte mich um. Ein schlaksiger, attraktiver Kerl sah mich an. Eine braune Faust war an seine Hüfte gestützt und ein merkwürdiges Lächeln zierte sein Gesicht. Er trug ein Septum-Piercing. Die eine Seite seines Kopfes war rasiert und seine restlichen Haare kringelten sich in dicken, schwarzen Locken. Er trug ein sauberes, kurzes Kleid in verblasstem Schwarz, das an einigen Stellen mit Zahnseide geflickt war. Die meisten seiner vielen Tätowierungen waren reines schwarzes Blackwork. Hinter ihm stand die Glasschiebetür offen. Offensichtlich hatte ich ihn nicht kommen hören. »Und wer bist du?«, fragte er. »Daniel«, antwortete ich. Er musterte mich von Kopf bis Fuß, wobei er den Kopf zur Seite gelegt hatte, als müsste er über etwas nachdenken. »Ich wusste nicht, dass hier jemand wohnt«, sagte ich. »Nun«, gab er zurück, »es wohnt jemand hier. Wenn du was Eigenes suchst, gibt es doch mindestens 4 oder 5 leerstehende Häuser. Sogar mehr, wenn du weißt, wie man Dächer repariert.« Er starrte mich an, während ich diese Information noch verarbeitete. »Oh, du bist neu. Also neu. Also weißt noch gar nichts neu.« »Ich bin gerade angekommen«, sagte ich. »Ich dachte, dass womöglich niemand mehr übrig ist.« »Ich bin Vulture«, stellte er sich vor. »Welches Pronomen bevorzugst du?« »Sie«, sagte ich. »Ich benutze er«, erklärte er. Ich nickte. »Okay, Daniel, ich bin rausgekommen, weil da eine fremde Frau auf unserer Terrasse schläft. Alle anderen sind drin und fragen sich, wer zur Hölle du bist.« Er trommelte mit den Fingern gegen sein Kinn. »Moment, wie ist dein Nachname?« »Kane?« Das war nicht mein echter Name, sondern mein Punkname. »Du bist Danny Kane.« Sein Körper entspannte sich und ein breites Lächeln schoss auf seine Lippen. »Daniel ist mir lieber als Danny«, sagte ich. Außer Clay hatte ich schon seit Jahren niemanden mehr erlaubt, mich Danny zu nennen. »Clay hat von dir erzählt, keine Ahnung wie oft, fast jeden Tag. Ach, komm rein, iss mit uns, willkommen in der Stadt.« Unter Hausbesetzern und Punks existiert eine Art der Gastfreundschaft, die ich mehr als schätze. Wenn es nicht mehr genug für alle gibt, dann teilen die Leute. Meines Erachtens werden wir Armen deshalb so oft ausgenutzt. Ich traf also in einer Geisterstadt einen tätowierten Mann und folgte ihm in sein Haus, weil er jemanden kannte, den ich kannte. Klar musste ich kurz abwägen, aber es fühlte sich um Längen sicherer an, als so einen Fremden ins Auto zu steigen. Von außen wirkte das Haus rustikal und irgendwie hübsch. Innen war es umwerfend. Ich hatte viel Zeit in US-amerikanisch besetzten Häusern verbracht und dachte, ich wüsste, was ich zu erwarten hatte. Besetzte Häuser können von Gott im Himmel, die Leute pissen allen Ernstes in die Ecke, über ganz normal, aber ziemlich unordentlich, bis hin zu offensichtlich wohnen hier Künstler. Herrgott, warum steht ein lebensgroßes Styropor-Nilpferd im Wohnzimmer? So ziemlich alles bieten. Aber dieses Haus war anders. Um nur eine Sache zu nennen, es war sauber und jede Wand war grau, schwarz oder kupferfarben gestrichen. Alle Beschläge waren aus Gold oder Kupfer, auch wenn etwas Hilfe nur mit Farbe aufgesprüht war. Überall hingen Spiegel und leiteten Licht in alle Ecken des Hauses. 2 riesige Sofas waren verwaist, während die 3 Leute im Wohnzimmer sich gemeinsam auf einen Zweisitzer quetschten, gestapelt, wie es nur Punks und kleine Hunde tun. Ein Mann und eine Frau saßen nebeneinander und eine weitere Frau lag über ihnen und tätowierte mit einer Nadel einen Faden und Tinte den Nacken des Mannes. »Darf ich euch Daniel vorstellen?«, sagte Vulture mit großer Geste. »Die Danny Kane. Jetzt aber lieber Daniel, sie ist gerade zum allerersten Mal in die Stadt gekommen.« »Verdammt aber auch«, sagte der Tätowierte. »Miss Kane höchstpersönlich. Die da anständig sitzen, sind Thursday und Doomsday«, stellte Vulture vor. »Wir nennen sie die Days. Sie sind Freedom, Iowas einziges Powerpärchen. Los, macht euer Ding!« Er klatschte fröhlich in die Hände. »Ich will nicht«, sagte die Frau. »Wir müssen«, sagte der Mann. Er zog seine Arme unter der Tätowiererin hervor und streckte seine zusammengelegten Fäuste nach vorn. Auf seinen Knöcheln stand in schwarz Thursday auf der braunen Haut.
Die Frau seufzte und streckte ihre bleichen Hände aus, die Handflächen nach unten. In derselben Schriftart wie Thursdays Tattoo, aber eindeutig viel verblasster, stand da Doomsday. Und das ist Bryn, erklärte Bridger weiter. Bryn, die Tätowiererin, sah mich mit blassgrauen Augen an. Eine zentimeterdicke schwarze Linie war von ihrem Haaransatz bis zu ihrer Nasenwurzel tätowiert. Dort traf sie auf ihre Brille, was eine nahezu hypnotische Symmetrie ergab. Entschuldigung. Sie trug den gleichen Militärgürtel wie ich und hatte den gleichen Teleskopschlagstock in einem Holster auf der einen Seite und Pfefferspray auf der anderen. Beide Waffen sind zur Selbstverteidigung nützlicher als ein Messer. Messer sind nur gut zum Drohen, nicht zum Kämpfen. Aber Pfefferspray kann einen Gegner wirklich ausnocken und ein Schlagstock kann jemanden halb tot schlagen, ohne dass er äußerlich blutet. Unsere Blicke trafen sich. Ich versuche immer nicht allzu viel in solche Begebenheiten reinzulesen, aber unsere Blicke trafen sich. Nach einem kurzen Moment fuhr sie damit fort, Thursday zu tätowieren. »Was führt dich in diesem beschissenen kleinen Winkel der Welt?« fragte Bryn, ohne nochmals von ihrer Arbeit aufzusehen. »Er ist nicht beschissen«, sagte Thursday. »Nicht reden! Dein Nacken bewegt sich, wenn du redest!« »Es ist schon ein bisschen beschissen hier«, sagte Doomsday. Sein Gesichtsausdruck nach zu urteilen war, nicht reden nicht unbedingt Thursdays Lieblingsbeschäftigung. »Fertig«, verkündete Bryn. Sie legte die Nadel neben ein Tintenfässchen auf einen Stofffetzen auf dem Couchtisch und drehte Thursday um, sodass alle etwas sehen konnten. Auf seinem Nacken prangte ein stilisierter Hirschkopf mit drei Geweihen, die sich bis zu seinem Haaransatz zogen. Ich wollte mich danach erkunden, aber eine plötzliche Furcht ließ mich innehalten. Der war mehr an Freedom, als ich ahnte, und so sehr ich mich hier auch zu Hause fühlte, wollte, war ich es doch nicht. Roger lobte Bryns Arbeit nach Thursdays Geschmack und fotografierte das Tattoo dann mit seinem Handy. Roger, hilfst du mir mit dem Abendessen? Fragte Bryn. Thursday begann, die Tätowierer-Ausrüstung aufzuräumen. Sobald ich den richtigen Filter gefunden und das hier gepostet habe. Ich kann helfen, sagte ich. Ich koche gern. Also folgte ich Bryn in die Küche. Ich hoffte, diese Tätigkeit würde mich von den Sorgen ablenken, die mir keine Ruhe ließen. Roger schlenderte hinter uns her und tippte und wischte dabei auf seinem Telefon herum. Du musst echt nicht beim Kochen helfen, sagte Bryn. Es macht mir Spaß, gab ich zurück. Ich liebte es, für andere zu kochen und hasste es, für mich allein zu tun. Wenn ich allein bin, esse ich auch eine verfickte Proteinriegel zum Abendessen. Bryn schaltete das Licht ein, eine Reihe heller LEDs, die in einem Holzbalken an der Decke versenkt waren. Woher kommt der Strom? Fragte ich. Solarstrom, sagte Wulcher, der noch immer auf sein Handy starrte. Wir brauchen nicht viel, nur für Licht und unsere Telefone. Er legte das Handy auf die Arbeitsplatte und durchwühlte einen Korb mit Gemüse, bis er eine Zwiebel fand, die er vor mich legte. Ich schnitt sie in Würfel, während Bryn nach draußen ging, um das Gas für den Ofen aufzudrehen. Woher kommt das Gas? Wollte ich wissen. Wir, sagte Richard zögerlich. Wir kaufen es bei Walmart. Der einzige Laden im Umkreis von 2 Stunden, bei dem man so ziemlich alles kriegt. Fast hätte ich gefragt, woher sie das Geld hatten, aber ich nahm an, die Antwort bereits zu kennen. Eine Kombination aus Verbrechen, Saisonarbeit und Heimarbeit. Genau wie bei uns übrigen Reisenden. Und das Wasser? Fragte ich. Wasserschlüssel. Ich habe einfach den städtischen Anschluss wieder aufgedreht, antwortete er. Man kann übers Internet so ziemlich alles kaufen. Hab ihn an eine Adresse in Chicago liefern lassen. Roger hatte die Angewohnheit, jedes seiner Worte in einer großen Geste zu unterstreichen, als wollte er alles um uns herum mit Bedeutung tränken. Bryn kam pfeifend zurück und gab die gewürfelte Zwiebel in eine Bratpfanne. Die Frau war größer als ich, muskulös und höllisch attraktiv. Unter anderen Umständen hätte ich mich vermutlich längst in beide verliebt. Stattdessen waren sie mir ein Rätsel. Ein Rätsel, das ich lösen wollte. Um Clays Willen und um meinetwillen. Das Wasser ist aber nicht irgendwie verseucht oder so? Absolut nicht. Das Wasser ist klasse, sagte Roger.
Ich wollte gerade nach dem mutierten Hirsch fragen, aber Rufe von der Straße unterbrachen mich. Bryn legte ihren Kochlöffel weg, Vulture sein Messer und wir sahen uns an. Die Rufe wurden rasch zu einem Schrei. Wir rannten zur Tür. Und dann eskaliert alles. Wie gesagt, das war nur ein ganz kleiner Ausschnitt, denn vielen Dank, Najin Creep. Vielen Dank. Danke, danke, danke. Das Buch hat nur 150 Seiten. Es ist eine recht kurze Geschichte, aber sie lohnt sich absolut zu lesen. Auf den ersten Blick ist es eine Horrorgeschichte, die in einer anarchistischen Gemeinde spielt, wo dann ein beschworener Geist kommt und Leute tötet. Denn jetzt in dem Moment wird er dann gleich kommen und wird jemanden umbringen und das vor den Augen der Protagonisten. Also so viel kann ich erzählen. Ich habe mir ein paar Rezensionen durchgelesen und ich muss sagen, dass ich eine ganz andere Auffassung habe, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Ich persönlich empfinde das Buch als eine, ja klar, sie reist viel, aber es ist eher eine Reise zu sich selbst. Man versucht die ganze Zeit, sich irgendwie sich selbst eine Identifikation zu geben. Und die Protagonistin selbst weiß gar nicht, wer sie überhaupt ist, was sie überhaupt möchte, wovon sie getrieben wird. Und das ist super interessant geschrieben, sehr einfühlsam und trotzdem hat es eben gewisse Horrorelemente mit den Toten, mit dem Geist, es ist Magie dabei und das ganze Setting ist total verrückt. Also Liebhaber werden dieses Buch auf jeden Fall lieben und ich muss sagen, ich persönlich hatte, wie gesagt, ein bisschen anfangs Schwierigkeiten mit ja, der ganzen Anarchie dahinter und so weiter. Ich habe mir Anarchie immer anders vorgestellt. Ich dachte mal, alle Mülltonnen brennen und so. Und nicht, man lebt in einer Kommune. Aber es ist eigentlich in meiner Interpretation nicht wirklich Anarchie, weil eben dieser Hirsch da ist, dieser Geist, der auch einen Namen hat und ja, eine Art Dämon ist und der eigentlich für Ordnung sorgt. Also super interessant, man kann total viel reininterpretieren und lange darüber nachdenken, auch wenn die Geschichte relativ kurz ist. Also, wenn euch dieses Buch interessiert, könnt ihr es sehr gerne euch auf der Festa-Seite holen oder eben als E-Book, wenn ihr es euch als Buch holt, weil es eben auch Band 7 mittlerweile aus dieser Festa-Special-Reihe ist und es gibt ja auch Sammler. Dann sagt ruhig, dass ihr von mir kommt. Das gibt mir jetzt keinen richtigen Vorteil, aber der Festa-Verlag sieht, ja, Kadi Winter kann gut lesen. Das ist immer schön. So. Der Spuk von Beacon Hill. Und ich frage euch jetzt erstmal, geht mal in euch rein und beantwortet mir folgende Frage. Was macht für euch eine gute Geistergeschichte aus? Diese Frage habe ich mir nämlich gestellt, als ich das Buch angefangen habe zu lesen. Das ist eine Spukgeschichte und man sieht es auf dem Cover schon. Es geht um ein Horrorhaus, was ich persönlich immer sehr toll finde. Und es geht um einen alten Geist und eine tragische Geschichte dahinter. Es geht um einen Geist, der Madenmutter genannt wird. Und dahinter steckt eine traurige Geschichte. Ich werde ein bisschen erzählen, es ist nicht zu viel Spoiler und man liest auch überall in Rezensionen. Die Madenmutter war früher eine Frau, die hat Kinder adoptiert, aber sie hat die Kinder nicht gut behandelt und sie ist in diesem Haus. Und nun gehen Teenager dort rein, wie man es halt so kennt, machen eine Mutprobe und beschwören sozusagen diesen Geist und der verfolgt die dann. Und das Buch hat für mich einen ganz interessanten Aspekt, nämlich, das haben wir ja selten, Jumpscares. Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Buch einen Jumpscare hat? Ich konnte mir es nicht vorstellen und ich habe immer gedacht, das funktioniert nicht. Aber dieses Buch ist wie ein Film von Hollywood, den man sich anguckt. Es ist halt die ganze Zeit, man bekommt Jumpscares, einfach so. Man kriegt super gruselige Momente. Und ich denke mir die ganze Zeit, boah, das ist wie im Film. Das ist wie im Film. Das könnte halt so ein richtiger Hollywood-Film sein. Ich sag mal kurz, was ihr hier alle schreiben. Vio sagt zum Beispiel, ich mag es subtil, psychisch, wenn es einem die Haare im Nacken aufstehen lässt. Ich auch. Sushi, wie gesagt,
Ich habe immer Angst, komischerweise, vor Riesenhäusern mit vielen Türen, wo man nie weiß, was hinter der Tür ist. Das finde ich voll gruselig. Ja, dann habe ich das Winchester Mystery House. Da habe ich einen Stream drüber gemacht. Das ist, wäre so total dein Ding dann. Das Haus sieht atmosphärisch aus. Definitiv. Also das Cover ist wieder super schön. Wie gesagt, ich stehe auf Cover, die wenig Farbe haben, wenig verschiedene und wenig Details. Und das ist super schön, das Cover. Das hat mich gleich angesprochen. Und ja. Ich mag Geschichten, wo die Geister nicht böse sind. Zum Beispiel The Others oder Das Waisenhaus. Und Rasrizo sagt, das klingt interessant mit dem Jumpscare, obwohl ich die eigentlich hasse. Ich auch. Und es kommt ja auch immer auf das Tempo an, wie ihr lest. Wenn ihr ganz langsam lest, dann ist es ein langsamer Jumpscare. Und wenn ihr dann ist es natürlich schneller da, weil die Information schneller ist. Und ein Jumpscare im Buch funktioniert anders als im Film. Im Film habt ihr ein sehr lautes Geräusch, das zur gleichen Zeit kommt wie ein Bild, das für einen kurzen Augenblick eingeblendet ist. Und oft eine unnatürliche Blickwinkel auf eine Sache euch gibt. Zum Beispiel, wenn ihr halt die ganze Zeit so weit Aufnahmen habt, habt ihr auf einmal eine Nahaufnahme. Ja. Wenn ihr die ganze Zeit harmlose Aufnahmen habt, habt ihr auf einmal so zum Beispiel eine Ekelsituation, wie hier wären es Maden. Und... Oder etwas ist hinter einem. Man sieht die ganze Zeit, was vor einem ist, und auf einmal sieht man, was hinter einem ist. So. Und dazu kommt natürlich immer dieses laute Geräusch, was einen auch erschreckt. Dann arbeiten die Filmemacher manchmal so mit Licht und Dunkelheit, dass so auch noch so ein heller Blitz dazu kommt, der auch nochmal visuell den Menschen reizt und zum Beispiel auch den Raum kurz erhält, was halt auch nochmal für die Stimmung sorgt. Also es gibt total viele Möglichkeiten, einen Menschen in einem Film oder einen Filmzuschauer zu erschrecken. Und wie schafft man das in einem Buch? Ich finde, Ambrose Ibsen, der Autor, hat das wahnsinnig gut geschafft. Einfach mit der Art, wie er es geschrieben hat, mit dem Setting. Wir haben hier verschiedene Horrorelemente, die wirklich interessant sind. Zum Beispiel haben wir den Spiegelhorror. Es geht bestimmt vielen so wie mir, wenn man den Badspiegel zuklappt, dass man Angst hat, dass plötzlich hinter einem jemand steht. Habt ihr bestimmt auch, oder? Und das ist halt der Spiegelhorror. Wenn man halt an einem Spiegel vorbeigeht und glaubt, im Augenwinkel etwas im Spiegel gesehen zu haben. Und Eiche Botheiser sagt gerade, in Filmen sind Jumpscares zumeist billige Mittel, so empfinde ich das. Gefühlt wenig gute Horrorfilme mit Gruselatmosphäre, zu viele mit Jumpscares und das mit dem Ekelgore ist nicht meins. Bin ich absolut bei dir und es war eine unpopular Opinion, sorry dafür, aber es war einfach nur ein schrecklicher Film, weil der nur mit Jumpscare gearbeitet hat. Das war leider kein guter Film. Nach dem 30. Jumpscare saß ich wirklich nur gelangweilt da und dachte, oh, jetzt werde ich bestimmt gleich wieder erschreckt. Und das funktioniert bei mir nicht. Genauso wie The Nun oder so. Die zwei Schwestern oder wie der Film heißt, so 1000 Horrorfilme, wo es um Geister geht und da sind dann Jumpscares, wo man sich einfach erschreckt. Für mich ist zum Beispiel richtig eindrucksvoll gruselig gewesen. Exists. Ein Film... Das ist ein Found-Footage-Film, genauso wie Blair Witch Project. Aber ich muss sagen, dass der Spuk von Beacon Hill ein wahnsinnig gutes Buch ist. Und hier, ich sag mal, die Form von Jumpscares funktioniert für den Leser. Man liest etwas völlig harmlos und auf einmal wird die Situation komplett verdreht. Und das meine ich mit Jumpscare. Wirklich, innerhalb von einem Satz wird alles auf den Kopf gestellt und alles ist so völlig so, what passiert da? Und dann kommt man da nicht mehr raus als Leser. Das ist total beklemmend und super gut geschrieben. So, ich muss nebenbei gerade lesen, aber eigentlich so. Auf jeden Fall, das Buch hat mich hier wirklich, wirklich, wirklich umgehauen. Und ich habe ja die verschiedensten Horrorbücher jetzt aus dem Fester Verlag vorgestellt. Wir haben blutigen Horror, wir haben psychologischen Horror, wenn es zum Beispiel auch um
Gewalt in der Familie geht oder gegen Kinder oder so, das ist ja nochmal eine ganz andere Form von Horror. Wir haben teilweise richtig schlimme Schicksale, über die wir reden, was einen völlig fertig macht und traurig und auch zum Weinen bringt. Wir haben Stalker-Geschichten. Wir haben totale Psychopathen. Aber so richtig Spukgeschichten haben wir zwar auch, aber habe ich in den letzten Monaten überhaupt fast gar nicht vorgestellt. Und das ist ein absolut klassisches Horror-Spuk-Geschichtenbuch. Und gerade jetzt in der Zeit zu Halloween ist es einfach perfekt, wenn es jetzt schon so früh dunkel ist und man hat zum Beispiel eine richtig schöne Leseecke auf dem Fensterbrett oder einer Badewanne. Man macht sich eine Kerze dazu an und macht sich vielleicht, das mache ich total gerne, Horroratmosphäre. Also atmosphärische Geräusche, so von gruseligen Wäldern oder so. Okay, ich bin vielleicht ein bisschen anders, aber mich entspannt das. Zum Lesen an, das ist einfach wahnsinnig toll, denn genau so ein Buch zu haben. Denn genau dafür ist das Buch perfekt. Wenn man mal wieder so richtig Geisteratmosphäre haben will. Und da muss ich wirklich mal sagen, das ist perfekt, dass es gerade jetzt rauskommt. Und wir haben nächste Woche im Stream auch nochmal ein neues Buch. Der Geist von Lucy Gallows. Seit gestern, glaube ich, liefert Fester das aus. Gestern oder vorgestern. Das gucken wir uns aber nächste Woche an. Das ist doch relativ dick und dann muss ich erstmal lesen. Aber das ist halt das perfekte Halloween-Horrorbuch, wenn man sich so richtig in Stimmung bringen will. Und ich werde euch jetzt ein bisschen daraus vorlesen und vielleicht wisst ihr dann, was ich meine und vielleicht gefällt euch der Schreibstil. Auf jeden Fall ist das halt ein ganz normales Buch. Das hat 266 Seiten und kostet 14,99 €, ist überall erhältlich, wo man Bücher bekommt. Das ist nicht irgendwie so ein Privatdruck oder so, also das ist ein ganz normales Buch. Lehnt euch zurück, es geht los. Und ich sage euch ganz ehrlich, es ist halt wirklich wie ein Film. Das dunkle Haus stand auf einem Hügel. Die ersten Siedler der Gegend hatten ihn Beacon Hill getauft und seitdem hatte er viele Häuser beherbergt. Übrig geblieben war jedoch nur das dunkle Gebäude, dessen baufälliger Zustand nun schon seit einigen Jahren den Hang verschandelte. Seine vielen Brüstungen und die Schornsteine warfen schwarze Schatten, die, wie nahezu alle Passanten dachten, wenn sie einen vorsichtigen Blick zu ihm wagten, viel zu verwinkelt wirkten, dass die verfallenen Mauer rechtfertigten. Das Haus bot an Architektur interessierten Passanten eine wahre Fülle an Gesprächsstoff. Das Spiel der Jahreszeiten hatte das Weiß der mit Efeu bewachsenen Fassade sichtlich getrübt, und wenngleich viele der braunen Dachschindeln zerschlissen wirkten, so bewahrten sich die alte Ruine doch eine ganz eigene, nahezu schauerromantische Atmosphäre. Die Passanten sprachen allerdings nie über Architektur. Wann immer einer von ihnen nah genug an das Haus herankam, wanderte sein Blick weit eher zu den Schatten in den Fenstern, die stets wirkten, als hätte sich dort jenseits der zerborstenen Scheiben just eben noch etwas bewegt. Auch berichteten sie von seltsamen Klängen, hauptsächlich von Gelächter, aber auch von Schluchzern und Schritten, die nach Einbruch der Dunkelheit aus dem zerfallenen Inneren des Gebäudes drangen. Seit dem großen Börsencrash hatte niemand mehr dort gewohnt, so hieß es. Manche im Ort glaubten sogar, das Haus habe von Anfang an leer gestanden und beherberge bloß Phantome aus der Sagenwelt Montpelliers. Etwa alle 10 Jahre machten Gerüchte über eine geplante Renovierung die Runde, von Initiativen, die Geld hatten und örtliche Denkmäler schützen wollten. Doch das Geld kam nie an. Die Pläne blieben stets Theorie. Und das steinerne Wahrzeichen auf Beacon Hill blieb allein mit seinem Verfall. Obwohl es ein wenig außerhalb des Ortes lag, fand gelegentlich ein Einwohner Montpelliers den Weg zu ihm. Ein schmaler Bach führte am Hügel vorbei, in dem hiesigen Angler im Frühjahr und Herbst nach Zandern Ausschau hielten. Und weiter östlich boten breite Felder bei warmem Wetter den idealen Platz für ein ausgiebiges Picknick. Hin und wieder verirrte sich sogar ein Forscher nach Beacon Hill.
Jugendliche, die der Ruhe ihres kleinen Forts in Indiana überdrüssig waren oder sich an Mutproben versuchten, standen gelegentlich auf der zerborstenen Türschwelle des alten Hauses. An diesem Sommerabend wehte ein ungewöhnlich kühler Wind den Hang hinab. Drei Schüler der örtlichen Highschool schritten über das mondbeschienene Feld und dem dunklen Bau entgegen. »So nah war ich ihm noch nie«, gestand Ophelia mit leichtem Zittern in der Stimme. »Es ist viel größer, als ich dachte. Echt riesig.« Sie klemmte sich eine schwarze Locke hinter das Ohr, verlangsamte ihren Schritt und sah ihre Begleiter an. »Das ist nah genug, oder?« Leslie hielt nur inne, um ein Handyfoto zu machen. Dann schüttelte sie den Kopf. »Nee, wir gehen weiter. Wir können uns ja mal drinnen umsehen, nur ganz kurz.« »Aber die Geschichten«, begann Ophelia. »Meinst du die von der Martenmutter?« fiel Joey ihr Kaugummi-Count ins Wort. Er trat an den Mädchen vorbei auf den schmutzigen Pflasterpfad, der direkt zur Haustür führte. Nach ein paar Metern drehte er sich auffordernd um und die Krempe seiner Baseballmütze tauchte sein Gesicht in Schatten. »Die sind wahr. Jeder einzelne.« »Halt den Mund, Joey!« Leslie schloss zu ihm auf und verstaute das Handy weiter. »Da drin gibt es nichts außer Spinnen und vielleicht ein paar Ratten.« Sie sah zu der noch immer zögernden Ophelia zurück. »Richtig!« Ophelia rang sich ein Lächeln ab. »Na klar.« »Oh, da gibt es mehr als nur Ratten.« Joey kickte einen losen Stein den Hang hinab und sah ihm kurz nach. Sein Tonfall wurde dunkler, sein Grinsen wölfisch. »Vor ein paar Jahren war mein Bruder mal mit seinem Kumpel hier. Sie wollten eine Nacht im Haus verbringen, hatten sogar Schlafsäcke dabei.« »Wie romantisch«, erwiderte Leslie. »Ich wusste gar nicht, dass dein Bruder so einer ist.« Joey ignorierte sie. »Kurz nach Mitternacht musste einer seiner Leute mal pinkeln, okay? Er ging also ins Freie und als er fertig war, drehte er sich wieder um und sah an der Fassade hoch.« Nun hielt er inne und deutete auf ein dunkles Fenster im Obergeschoss. »Da, von dem Fenster aus sah ihm etwas entgegen. Ein grauenhaftes Etwas. Daraufhin verloren sie alle die Nerven und packten zusammen.« Ophelia gab sich Mühe, den Schauer zu ignorieren, der ihr bei seinem Seemannsgarn über den Rücken lief. »Na und?« gab sie zurück, trat auf die verfärbten Pflastersteine und warf dem Haus einen Seitenblick zu. Dann räusperte sie sich, doch das Zittern in ihrem Tonfall ließ sich nicht mehr verbergen. »Da hat also jemand geglaubt, etwas zu sehen. Aber sonst ist es doch kein Beweis.« »Hört sich nach einem Märchen an, wenn ihr mich fragt«, stimmte Leslie zu. Sie griff in Joeys Hosentasche und stiebitzte sich ein Kaugummi, ließ das Staniolpapier ins Gras fallen und putzte sich mit dem Saum ihres T-Shirts die Brillengläser, bevor sie den von den Säulen flankierten Hauseingang einer neuen Betrachtung unterzog. »Da drin ist es so dunkel, dass niemand seinen Augen trauen kann. Da bildet man sich alles Mögliche ein. Unterm Strich ist es aber bloß ein großes leeres Haus.« »Ach ja? Na, dann finden wir es doch einfach heraus.« Joey zog an der Krempe seiner Kappe und blieb endlich stehen. »Es ist nicht bloß mein Bruder. Dutzende von Leuten haben hier angeblich Dinge gesehen. Madenmutter schleicht noch immer durch diese Flure. Darauf könnt ihr wetten.« Ophelia, nach wie vor das Schlusslicht der Gruppe, nestete mit zitternden Fingern an einem Hemdknopf. »Warum nennt man sie eigentlich so?« fragte sie. »Madenmutter, meine ich?« Bis zur Haustür waren es nur noch wenige Meter. Abermals staunte Ophelia über die Größe des Hauses, das vor ihnen aufragte wie ein zweiter Hügel. Das Licht des Mondes umspielte den Umriss seiner ramponierten Fassade. Schatten schienen aus ihm zu fließen, schwarz wie Schokoladensirup. Ein Duft von abgestandener Luft wehte aus dem offenen Türrahmen und bis zu ihren Nasenflügeln. Joey nahm eine kleine Taschenlampe vom Schlüsselbund und schaltete sie ein, doch die helle LED-Leuchte konnte der tiefen und unerbittlichen Finsternis nichts anhaben. »Vor vielen Jahren«, begann er und senkte die Stimme unbewusst zu einem Flüstern, »lebte hier eine Frau mit ihren Kindern. Man sagt, sie habe sie missbraucht.
schlimme Dinge mit ihnen angestellt. Als einer ihrer Söhne erwachsen war, beschloss er, sie dafür büßen zu lassen. Er ermordete sie auf brutale Weise. Und als man die Leiche fand, hatten die Maden sich bereits daran gütlich getan. So heißt es jedenfalls. Leslie, eben noch ganz Skeptikerin, hing plötzlich an seinem Arm. Im Licht der Taschenlampe wirkte sie kreidebleich. Das ist sehr ekelhaft! Mit den freien Armen griff sie hinter sich, als suche sie weitere Unterstützung. Doch Ophelia blieb von der Schwelle und sah ihren Freunden aus weit aufgerissenen Augen nach, als sie ins Schwarz eintauchten. »Ich will das nicht«, sagte sie, die Hand an eine Säule gelehnt. »Komm schon«, sagt Leslie, winkte entschieden. »Wir müssen zusammenbleiben.« Boden, Dielen knarrten unter Joeys unsicheren Schritten, als wüssten sie noch nicht, ob sie sein und Leslies Gewicht akzeptieren wollten. Eine baufällige Stelle mochte genügen, die beiden in die Tiefe stürzen zu lassen. »Jetzt komm, Ophelia«, sagte er. »Wir gehen ganz langsam, dann hält der Boden bestimmt.« Doch es war nicht die Angst vor einem Sturz, die Ophelia bremste. Die Dunkelheit hatte einen lähmenden Schrecken über sie geworfen, ließ ihren Magen rummurren und ihre Glieder erstarren. Sie kannte das Gefühl gut. So war es, wenn sich ein Albtraum ankündigte oder man auf dem Sprungbrett stand und einen Eisklotz in ihr Eingeweide spürte. Leslie kam gerade weit genug zurück, um ihre Hand zu ergreifen. »Na los!« Ophelia folgte den Freunden wie ein Hündchen an der Leine. Ihre Sohlen ließen die Dielen knarren, ihr Herz schlug wie wild in ihrer Brust. Sie wollte protestieren und sich losreißen, doch hier draußen im Schwarz kam es ihr undenkbar vor, die Kette aus Händen zu unterbrechen. Ein leises Winseln drang aus ihrer Kehle und blockierte ihren Mund. Staubige Luft drang in ihre Nase. Tränen stiegen ihr in die Augen und fanden im Staub einen willigen Komplizen. Zu dritt wagten sie sich weiter. Die genauen Ausmaße mochten im Dunkel verborgen bleiben. Doch an der immensen Größe des hohen Raumes bestand kein Zweifel. Ihre schlurfenden Schritte fuhren durch vom Wind hereingewehtes Blattwerk und das Licht ihrer kleinen Lampe schlug die darin hausenden Insekten in die Flucht. Uralt wirkende Schimmelflecken prangten auf brüchigen Wandputz und durch die wendigen Löcher in den Außenmauern wucherte verdorrender Efeu hinein. Es gab keine nennenswerte Möbelierung, keine Anzeichen von Leben, sondern nur Dreck. Das Knarren der Bodendielen, gekoppelt mit den hektischen Gezappel derer, die innen wohnten, sorgten für einen gespenstischen Klangteppich. Jeder Schritt und jeder Atemzug, den die drei in die Stille entließen, hatte vielfach verstärkt in ihr wider. Staub wehte vom Boden auf, rieselte von der Decke und tanzte im dünnen Lichtkegel der Lampe wie Schnee in einem Wirbelsturm. Sie wagten sich in noch entlegenere Winkel. Aus dem großen Zimmer gelangten sie in einen weitaus schmaleren Flur, in dem die Spinnenweben dick wie Spitzendeckchen wirkten und vielbeinige Kleintiere hausten. Ophelia schlich hinterher, wenn auch mit schlotternden Knien. Ihre Handflächen waren schweißfeucht und die dichte Finsternis raubte ihr jegliche Orientierung. Ihr Blick haftete an Joeys schmalem Lichtkegel, der konstant hin und her wippte, bis ihr schwindlig wurde. Als sie den Mund öffnete, um die anderen zum Rückzug zu überreden, brachte sie kaum einen Laut heraus. So sehr verschlug die Angst ihr den Atem. Der Geschmack des Hauses schlich sich auf ihre Zunge und ihr Magen zog sich zusammen. An einer Biegung blieb Joey stehen. »Sieht aus, als hätten wir den Weg nach oben entdeckt«, sagte er und setzte den Fuß zaghaft auf die unterste Stufe einer breiten Treppe. Dann nickte er fest. »Die hält. Lasst uns hochgehen und einen Blick wagen.« »Verschwinden wir lieber«, bat Leslie. Der Mut, der sie vorher noch getragen hatte, war wie weggeblasen, und sie zog so fest an Joeys Arm, dass er beinahe die Lampe fallen ließ. »Das reicht doch jetzt. Ich will nicht darauf.« »Ich auch nicht«, stieß Ophelia hervor. Ein Luftzug wehte durchs Haus und brachte die Härchen auf ihren Armen zum Stehen. Zitternd wagte sie einen Schritt zurück. »Hauen wir ab, okay?« Joby hielt das Gleichgewicht und quittierte Ophelias Zerren mit einem eigenen. »Jetzt dreht nicht gleich durch, okay? Das ist doch nur ein Haus.«
Der weiße Schein der Lampe verlieh seinem Gesicht ein unheimliches Leuchten. Ihr habt doch wohl nicht Schiss wie kleine Babys. Ihr wolltet hierhin schon vergessen. Sein Spott zeigte Wirkung, wenigstens bei Leslie. Sie atmete tief ein und hielt den Mund. Ophelia wurde umso panischer. Ich mein's ernst. Wir müssen hier weg. Wir hätten hier nie herkommen dürfen. Unter den Umständen ließ sie sich nur zu gern ein Feigling schimpfen. Seit sie das Haus erblickt hatte, schritten in ihr die Alarmglocken und je tiefer sie in es vordrang, desto mehr war ihr, als läge etwas in der staubigen Luft, eine Art Schrecken, der sich schon hinter der nächsten Biegung des Korridors materialisieren mochte. Ihr Instinkt sprach eine deutliche Sprache. Sie musste fliehen, bevor alles zu spät war. Wir sehen uns um, nur kurz um. Joey richtete den Strahl der Lampe die Treppe hoch. Dann können wir gehen. Nein, ich will jetzt weg. Ophelia zerrte nach Kräften an Leslies Arm und vielleicht ein bisschen zu fest. Leslie verlor das Gleichgewicht und fiel mit einem Plumpsen zu Boden. Joey folgte ihrem Beispiel und augenblicklich war die menschliche Kette unterbrochen. Scheiße, schimpfte Joey. Die Lampe war ihm aus der Hand gefallen und erlosch. Vollkommene Finsternis umhüllte das Trio. Nur die Geräusche von Joeys suchenden Fingern und Leslies Flüche gaben einen Hinweis auf ihre jeweilige Position in der Schwärze. »Was zur Hölle sollte das?«, fragte Leslie. Sie spuckte den Kaugummi aus und betastete ihren schmerzenden Ellbogen. Ophelia ging in die Hocke. Ihre Hände durchsuchten den Staub auf den Dielen nach der verlorenen Taschenlampe. Ohne das Licht würden die Schrecken, die in dem Meer aus Dunkelheit lauerten, gewiss bald näher kommen. Sie hustete und keuchte, aber das Einzige, was ihre Finger fanden, waren Splitter. Ein neues Geräusch erklang, das die Suche einstellen ließ. Auch die anderen beiden verstummten sofort. Da kamen Schritte vom oberen Ende der Treppe. Eine der Stufen knarrte, als hätte jemand den Fuß draufgesetzt. Die Freunde hielten den Atem an. Spielte ihre Fantasie in einen Streich. Ein zweiter Schritt folgte und vertrieb alle Zweifel. Ist da jemand? Stotterte Joey. Er war merklich entsetzt. Statt einer Erwiderung hörten sie einen dritten Schritt. Und der war Antwort genug. Dann einen vierten. Sie warteten nicht auf den fünften. Wenn sie abwarteten und nachdachten, erreichte die Person auf der Treppe sie bald. Chaos brach auch und niemand verschwendete mehr einen Gedanken an die Taschenlampe. Joey erhob sich ächzend und stieß prompt gegen eine Wand. Dann übertönte der Klang seiner Turnschuhe auf dem Boden alle anderen Geräusche. Er floh so schnell er konnte. Keine Spur von Tapferkeit. Leslie schrie auf. Joey, warte! Ophelia, wo bist du? Ihre Stimme hallte von den Wänden wieder, jede Silbe schriller und ohrenbetäubender als die vorherige. Mit ausgestreckten Armen rannte sie los, einen neuen Schrei in der Kehle, blieb aber mit dem Bein in einer unsichtbaren Ecke hängen und musste den Rest ihrer konfusen Flucht humpelnd absolvieren. Leute, wartet auf mich! Ophelia, die noch immer orientierungslos am Boden hockte, spürte, wie die Dielen unter ihr bebten. In welcher Richtung lag der Ausgang? Joey war in eine gerannt, Leslie dem Anschein nach in eine andere, und wo sie auch hinschaute, fand sie nur Schwärze. Als sie aufstand, wurde ihr klar, wie egal es war. Sie musste weg hier. Das allein zählte. Weg von diesem Etwas auf der Treppe, das war sie sich entsetzlich gewiss, schon so gut wie neben ihr stand. »Joey!« schrie sie. »Leslie!« Ihre Freunde antworteten nicht, aber auf der Treppe erklang ein weiterer Schritt. Und wie die Erschütterung in den Boden, die ihn verrieten, war das Etwas soeben unten angekommen. Ophelia stand keine Armeslänge von dem Unbekannten entfernt. Ihr Puls hallte in ihren Ohren, als sie endlich loslief, ohne jede Orientierung. Sie versuchte, Leslies Winseln der Stimme zu folgen und tastete nach allem, was sie fand und was ihr helfen mochte. Eine freundliche Hand, eine stützende Mauer. Doch sie tastete vergebens, allein in einem Meer aus Dunkelheit. Zitternd zog sie weiter, während Joeys Schritte und Leslies Stimme schnell in der Ferne verschwanden. Wohin sollte sie gehen?
Richtungslos stolperte sie umher, unterdrückte selbst das kleinste Schluchzen und die Bodendielen knarrten unter ihren Füßen, als wollten sie sie verspotten. »Bleib ganz ruhig«, sprach sie sich selbst. »Wenn du ruhig bleibst, schaffst du es ins Freie. So groß ist das Haus gar nicht. Du findest gleich eine Tür oder ein Fenster.« Überall war Stille. Ophelia hörte ihre Freunde nicht länger und das Pochen ihres Herzens schien sogar die Dielen zu übertönen. Trotzdem zog sie weiter und tastete nach allem, was sie finden konnte. Ihre Finger strichen über knorriges Holz und weichem Staub. Mehrfach war ihr klar, als krabbelte etwas an ihrer Hand entlang oder über ihre Sandalen. Dann sah sie den Mond. Ihr blindes Herumgeirre erwies sich tatsächlich als Erfolg, denn durch eine Tür oder ein Fenster weiter vorne konnte sie sein fahles Licht erkennen. Je näher sie ihm kam, desto deutlicher wurde ihre Umgebung. Sie musste in einen Seitenflügel gewandert sein, in dessen langen Korridor sie nun stand. Das Mondlicht fiel über die Schwelle eines offenstehenden Zimmers. Sie keuchte und trat ein. Der Raum mit dem mondhellen Fenster war klein, die Scheibe war zerbrochen. Sie musste vorsichtig sein, wenn sie hindurchkletterte, um sich nicht zu schneiden. Draußen im Garten wehte Buschwerk im Wind und die Nachtluft spielte mit den Efeu an der Fensterbank. Ophelia hat es geschafft. Sie hatte einen Ausgang gefunden. Nachdenklich trat sie zum Fenster und überlegte, wie sie den scharfkantigen Scherben entgegen konnte, als sie plötzlich innehielt. Irgendetwas hatte sich bewegt. Dort, in ihrem Augenwinkel. Ophelia erstarrte, zog die Arme an die Brust und lauschte. Das stille Zimmer war etwa so groß wie ihr eigenes daheim. Und die vier schmucklosen Wände wirkten so baufällig wie alle anderen hier. Rechteckige Flecken verrieten, wo einst Bilderrahmen gehangen haben mochten. Beharrliche Nagetiere hatten ein paar Löcher in die Fußleisten gezaubert. In den Ecken lagen uraltes Laub und anderer Unrat, der von draußen hereingeweht sein musste. Davon abgesehen gab es nur ein weiteres Ding in der Stille. Ein seltsames Relikt, wie sie nirgends sonst eines entdeckt hatte. An der Wand direkt gegenüber hing ein schmutziger Spiegel, dessen Kanten im fahlen Mondlicht funkelten. Der Spiegel war an manchen Stellen schon trübe und auch der Rest von ihm taugte kaum noch. Das Alter hatte ihm zugesetzt und seine nunmehr schiefe Oberfläche verlieh allem, was sich ihm zeigte, fast schon cartoonhaft verzerrte Dimensionen. Ophelia fühlte sich an eine Jahrmarktattraktion erinnert. Dieses Ding erlaubte sich einige Freiheiten mit ihren Gliedmaßen, die länger und dicker aussahen, und auch ihre braunen Augen wirkten darin riesig. Sie beugte sich vor, um Blätter und Spinnenweben aus ihrem schwarzen Haar zu klauben, straffte die Schultern und klopfte sich den Staub von der Kleidung. Doch bevor sie sich zum Fenster wenden und ins Freie klettern konnte, sah sie es. Eine zweite Gestalt erschien in dem Spiegel. Sie lauerte direkt hinter ihr. Das Gesicht war ganz dicht an ihrer rechten Schulter und der nebulöse Körper in tintenschwarzer Dunkelheit verborgen. Ophelia beugte sich noch weiter vor. Das musste ein Fleck im Glas sein, richtig? Irgendeine Art von Defekt? Sie irrte sich. Das Gesicht war ein Gesicht. Monströs, aufgequollen und lächelnd. Wohlgenährte Parasiten lauerten in tiefen Falten und bewegten sich energisch unter der papierdünnen Haut. Vor lauter Entsetzen gaben Ophelias Knie nach. Sie wagte es nicht, sich nach der Gestalt umzudrehen. Sie spürte sie in ihrem Rücken, spürte ihren dunklen Blick auf sich, aber sie brachte es nicht über sich, über die Schulter zu blicken. Dann fiel etwas auf sie herab, aus den Untiefen dieses wurmstichigen Antlitz und auf ihren zitternden Handrücken. Es war eine Made. Gruselig, oder? Oh Mann. Habe mich eben nebenbei selbst erschreckt. Ich könnte jetzt noch ein bisschen weiter vorlesen, aber im zweiten Kapitel geht es jetzt um Sadie, unsere Protagonistin, die schon früher immer Geister sehen konnte, was richtig abgefuckt ist. Das würde jetzt auch die Leseprobe übersteigern, bis wir zu dem Punkt kommen, wo das alles erklärt wird.
Sie arbeitet in einer Bibliothek und wird dann von einer ehemaligen Nachbarin aufgesucht, die die Mutter von Ophelia ist. Ophelia nimmt dieses Etwas mit nach Hause. Ist total fertig mit Nerven. Versucht sich mehrfach umzubringen, weil sie Madenmutter wahrnehmen kann. Und die Maden überall. Und sie so eine Angst hat. Sie hat solch eine Todesangst mittlerweile. Sie hat immer wieder diese Momente. Und wisst ihr jetzt, was ich meine mit Jumpscare? Mit dem Spiegel? Habt ihr das Gefühl gehabt, dass ihr euch in dem Moment erschrocken habt? Ich hoffe, ihr hattet das Gefühl. Ich habe die ganze Zeit... Und so zieht sich das durch das Buch. Das Buch ist sehr unheimlich. Ich lese gleich noch ein kleines Stück vor, wenn ihr wollt. Aber ich werde ein bisschen springen. Auf jeden Fall muss ich sagen, sie wird dann gebeten, mit Ophelia zu reden. Ja, die darauf eigentlich gar keine Lust hat, weil sie selbst mit ihren eigenen Geistern zu kämpfen hat. Und dann begeben sie sich auf diese Suche nach der Mahnmutter und dem Geheimnis dahinter. Das war echt ein guter Jumpscare. Das ist halt das, was ich meine. Also es ist nicht wie ein Film mit den Geräuschen und so, sondern es ist halt wirklich, man erschrickt sich irgendwie, weil die Situation sich komplett verändert. Sehr spannender Grusel. Du bist so gut zu uns. Ah. Also ich lese noch, wir haben eben das erste Kapitel gelesen und wir gucken uns jetzt noch ein bisschen vom dritten Kapitel an, dass ihr nochmal so ein bisschen in diese Stimmung reinkommt. Wie gesagt, das zweite Kapitel zum Beispiel, da geht es um Sadie. Und es ist auch sehr interessant und sie ist ja unsere Protagonistin, aber das lasse ich jetzt bewusst mal aus. 3. Ein sanftes Klopfen an ihrer Zimmertür. Wieder war es ihre Mutter. Ophelia, Liebes. Eine Pause. Kann ich dir irgendwas bringen? Alles in Ordnung, rang sich Ophelia ab. Sie saß im Bett, die Knie eng an den Oberkörper gezogen, die Decken um sich geschlungen und fröstelte noch immer. Trotz des späten Vormittags war das Zimmer dunkel wie zur Geisterstunde. Als sie vergangene Nacht heimgekehrt war, hatte sie die Vorhänge und Rouläden ihres Fensters geschlossen. Fast benommen hatte sie sogar einige Schuhkartons und Magazine zerrissen, um die Scheiben mit Papierfetzen abzukleben. Dabei war es gar nicht das Licht, das sie fernhalten wollte. Ihre Mutter seufzte. »Liebes, was ist denn? Du hockst seit gestern Nacht nur noch da drin.« Man hörte, wie sie draußen eine Hand gegen die Türoberfläche legte. »Ist etwas passiert?« Ophelia nahm eine Strähne ihres schwarzen Haares und sank tiefer in die Decken. »Nein, nichts«, beharrte sie. »Mir geht es gut.« Ihre Lippen waren trocken und ihre Zunge fühlte sich an, als wollte sie bald zerbröseln. Es stimmte schon. Sie hatte das Zimmer die ganze Nacht nicht verlassen, nicht für ein Glas Wasser. Nicht für einen Snack, nicht für eine Pinkelpause. Die 4 Wände waren alles, was sie aktuell ertragen konnte, und der Gedanke, sich in den Rest des Hauses vorzuwagen, weckte Furcht in ihr. Furcht vor dem, was sich in ihr kleines Heiligtum schleichen mochte, wenn sie nicht wachsam blieb. Einzelhaft war die einzige Sicherheit, die sie sich aktuell vorstellen konnte. »Na gut«, ihre Mutter wandte sich zum Gehen. »Sag Bescheid, wenn du etwas brauchst.« Ihre sanften Schritte hallten den Flur hinab. Endlich war Ophelia wieder allein. In ihrer Deckung, in nahezu perfekter Stille, die Ruhe war ein angenehmes Detail. Solange es still blieb, wusste sie, dass sie allein war. Dass nichts an ihren Ohren vorbeischleichen wollte. In Decken gewickelt saß sie an der Wand, die Hände an den Knien verschränkt und schloss die Augen. Dunkle Schemen zogen hinter ihren Lidern vorbei, leere, flüchtige Dinge. Und doch brauchte ihre überreizte Fantasie nur Sekunden, um ihnen vertraute und verstörende Formen zu verpassen. Erinnerungen an die vergangene Nacht kamen über sie, lebhaft und befeuerten ihre nie verstummende Angst. Dunkle Korridore spukten durch ihren Geist, finstere Säle und Treppen. Und die Dinge, die sich dort unsichtbar versteckten, wenn die Nacht kam. Hin und wieder juckte eine Stelle an ihrer schweißfeuchten Haut, erinnerte sie an Maden und die Hysterie kehrte zurück. Dann warf sie die Decken von sich, kratzte sich wie wild und suchte Übeltäter, die es gar nicht gab.
Form und Atmosphäre des Hauses auf dem Beacon Hill gingen ihr nicht mehr aus dem Sinn. Aber die Ereignisse selbst, die Gräuel der vergangenen Nacht, erschienen ihr so vage wie die flüchtigen Details seines Albtraums. Sie war mit den anderen ins Gebäude gegangen, erinnerte sie sich, und sie war von ihnen getrennt worden. Auch wusste sie noch, wie sie durch die Schwärze geirrt war, in der Hoffnung auf einen Ausgang. Und dann war da dieses Zimmer gewesen. Die Erleichterung, die das leere und mondhelle Zimmer in ihr geweckt haben mochte, war verschwunden, sobald sie in den staubigen Spiegel an der Wand geblickt hatte. Sie hätte der so harmlos scheinenden Szenerie keinen Glauben schenken, umgehend aus dem kaputten Fenster klettern und raus aufs freie Feld fliehen sollen. Stattdessen war sie geblieben, und der Spiegel hatte ihr die Wahrheit gezeigt. Den stinkenden Bewohner des alten Hauses, der die ganze Zeit hinter ihr gestanden hatte. Der ihr wahrscheinlich durch jeden schattenreichen Korridor bis in dieses letzte Zimmer, aus dem sie schließlich flüchten konnte, gefolgt war. Ophelia hatte seinen monströsen Anblick gesehen und ihre Schreie hatten Joey und Leslie alarmiert. Gemeinsam war ihnen die Flucht durch das kaputte Fenster gelungen, wenngleich nicht ohne Mühe. Joey und Leslie hatten das grässliche Gesicht im Spiegel nie bemerkt. Doch wann immer Ophelia die Augen schloss und die Gedanken wandern ließ, kehrten die Züge des teuflischen Antlitzes umgehend zu ihr zurück. Sie waren der Grund, dass sie keinen Schlaf fand. Selbst jetzt noch in ihrem stillen Zimmer ahnte sie Madenmutters schreckliche Präsenz in ihrer Nähe. Als wäre das Phantom von Beacon Hill stets dicht hinter ihr, soweit sie auch rannte. Bei ihrer Rückkehr nach Hause hatte Ophelia nicht nur das Fenster, sondern auch den Spiegel abgedeckt. Eine Decke hatte sie darüber gehängt und ihn zur Wand gedreht, damit sie auch nichts darin erblicken konnte. Nichts, was sie vielleicht ebenfalls anglotzte. Ihr Telefon summte und Ophelia zuckte zusammen. Das Display wurde hell und warf bläuliches Licht auf das Bett. Ein SMS von Leslie, nicht die erste. Sie und Joey hatten bereits mehrfach versucht, Ophelia zu erreichen, seit sie sie nach Hause gebracht hatten. »Bist du sicher, dass es dir gut geht?«, lautete diese Nachricht. Ophelia sah keinen Grund für eine Antwort. Alle Mitteilungen waren gleich, waren pure Paraphrasen. »Wie geht's dir? Alles okay? Fühlst du dich besser?« Joey und Leslie hatten sie aus dem alten Haus gezerrt und sie gestützt, den ganzen Weg über das mondbeschienene Feld bis zum Auto. Auch daran erinnerte sie sich sehr deutlich und sie wusste, wie sie sie hatten beruhigen wollen. Wie oft sie gefragt hatten, was denn sei. Ophelia hatte das Haus als stotterndes, blassgesichtiges Ding verlassen. Selbst auf Joeys Rücksitz war ihr immer noch nichts über die Lippen gekommen. Von Schreien und Stöhnlauten abgesehen als »Da war sie! Madenmutter!« Natürlich hatten die beiden ihr nicht geglaubt. Sie mochten zwar alle panisch geflohen sein, aber nur Ophelia hatte Madenmutter gesehen. Für die anderen zwei war der Vorfall keine große Sache. »Ich dachte, ich hätte jemanden auf der Treppe gehört«, so Joey auf der Rückfahrt. »Aber das waren wohl nur die Bodendielen. Oder da lebt irgendein Obdachloser, kann ja sein. Bestimmt hast du den gesehen, nur ein Penner oder so.« Anfangs, als sie sich dem Haus näherten, hatte er noch auf der Echtheit von Madenmutter bestanden. Später, eine schluchzende Ophelia im Rückspiegel, hatte er sich von derlei Geschichten distanziert und Stimme der Vernunft gespielt. Daheim hatte Leslie ihr aus dem Wagen und bis zur Haustür geholfen. »Kommst du zurecht?«, hatte sie gefragt. Ophelia war ohne ein Wort ins Haus gegangen. Sie hatte die Schlösser verriegelt und war so laut nach oben gerannt, dass ihre Mutter wach wurde. Seitdem saß sie hier. Abermals sah sie aufs Telefon. Das Batterie-Icon in der Ecke war nur noch ganz klein. Ihr Mund sehnte sich nach Wasser. Ophelia nahm das Telefon in die Hand, schälte sich aus ihrem Nest aus Decken und wagte sich zur Bettkante. Sie wollte aus dem Zimmer gehen, wenigstens um sich Wasser und das Ladekabel zu holen, das in der Küche lag, und sie suchte den nötigen Mut. Als sie aufstand, war ihr schwindelig. Ihre Beine trugen ihr Gewicht kaum. Ophelia stützte sich an einem Regal ab, wischte sich das schweißnasse Haar aus der Stirn und ging langsam zur Tür. Dort lauschte sie ein Weilchen. Was mochte sie im Flur vorfinden? Wenn sie die Tür öffnete, die Stille dort draußen war eine Last. Einatmen.
Ophelia legte die Hand auf den Türknauf, bewegte das Schloss. Nur ein kurzer Ausflug in die Küche, ins Bad, das tut niemandem weh. Das Schloss gab nach und sie drehte den Knauf. Was du gesehen hast, war echt. Und echt schrecklich. Aber das hier ist dein Haus, du bist hier sicher. Sie drehte sich um, nahm ihr dämmeriges Zimmer in Augenschein, suchte nach Sicherheit und nickte. Du hast die ganze Nacht über nichts mehr gesehen. Hier ist alles okay und jetzt ist Tag. Selbst wenn hier etwas von Beacon Hill gefolgt ist, wird es sich nicht am Tag zeigen, richtig? Sie besiegte ihre Angst. Sie öffnete die Tür. Und wie es dann weitergeht, werdet ihr nur erfahren, wenn ihr euch das Buch holt und es dann lest. Ja, für mich das perfekte Geister, die perfekte Spukgeschichte. Es gibt so einige Spukgeschichten im Fester Verlag und das ist wirklich eines der Top-Bücher, muss ich sagen. Und wie ihr gesehen habt, es hat eine sehr dichte Atmosphäre. Es hat auch ein bisschen Humor, was halt Sadie angeht. Sie hat da diesen Kollegen, der halt alles ein bisschen lockerer sieht und auch lustige Sprüche macht. Das ist ein fieses Ende. Glaub mir, das richtig fiese Ende von diesem Kapitel willst du nicht wissen, denn da kommen wir so in eine Schrecksituation. Aber ich dachte, ich höre an dieser Stelle einfach auf, weil ich ja noch ein Buch gleich verschenken werde. Auf jeden Fall an alle, die jetzt kurz zugehört haben, wenn euch das gefallen hat, unterstützt sehr gerne den Verlag. Hol dich das Buch. Es lohnt sich einfach mal schon für die perfekte Halloween-Atmosphäre. Das ist wirklich ein Buch, wo man sich gruseln kann. Glaubt mir, es ist wie ein Film. Und es nimmt halt so an Fahrt auf. Es ist halt wirklich wahnsinnig gut.